You ask me, can this new captain promise you a life of prizes, plunder, an adventure? Habt ihr eigentlich auch so Spiele, wo ihr den ganzen Wirbel und den Hype nicht drum versteht und ihr das Gefühl habt, ihr seid die Einzigen, die irgendwie das Spiel nicht so toll finden? Ja, so geht's mir bei Assassin's Creed 4. There was a time when I thought myself the deadliest scourge of these seas. Das nicht schön. Zugegeben, das Schifffahren und diese ganze Welt drumherum sind wirklich das, was Assassin's Creed 4 beinahe perfekt macht. Es gibt aber auch viele Gründe in diesem Teil, die mich einfach so dermaßen stören, dass ich an diesem Spiel nicht wirklich gefallen finde. Was das ist, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wobei, eigentlich kommen wir jetzt drauf zu sprechen, denn wir fangen jetzt erstmal mit der Story an und die ist auch meiner Meinung nach schon nicht so atemberaubend. Denn Assassin's Creed 4 Black Flag spielt im 18. Jahrhundert noch vor Teil 3, also ein Prequel quasi, im goldenen Zeitalter der Piraten. Ihr spielt logischerweise wieder einmal einen neuen Hauptcharakter, diesmal ist es Edward Kenway, der sich in eben diesem Zeitalter eine goldene Nase verdienen will. It's not about need, Caroline. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. Das geht allerdings ziemlich schief und er stolpert irgendwie in den Assassinen-Templer-Konflikt. Das macht er, da er versehentlich einen Assassinen tötet und seine Identität annimmt, weil er sich davon erhofft, die Belohnung, die dieser Assassine für seinen Auftrag bekommt, selber abzugreifen. Senor Duncan Walpole, I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Though I will not know your face by sight, I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order. Therefore, come to Havana in haste, and trust that you shall be welcomed as a brother. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, let's collect your reward. Während er also vorgibt, jemand anders zu sein, erfährt er nach und nach, dass die Templer wohl ein geheimnisvolles Observatorium suchen, das ihnen wohl bei ihren finsteren Plänen helfen soll. Edward kann sein falsches Spiel allerdings nicht wirklich lange aufrechterhalten und er wird relativ schnell enttarnt und jetzt machen die Templer Jagd auf ihn. Bastardjagd! What is your true name, Rogue? It's, Captain Pissoff. Gott sei Dank muss er sich aber nicht alleine gegen die Templer erwehren, denn er bekommt immer mal wieder Hilfe von seinen Piratenfreunden, worunter sich manchmal auch relativ bekannte Persönlichkeiten finden, wie James Kidd oder Blackbeard. Davelin is all thatch. This is a darling galley. 32 guns, is it? I lost count of 40. Da Edward aber nicht so wirklich aufgeben will, kapert er sich ein Schiff, wird Kapitän einer eigenen Mannschaft, bekommt sogar einen ersten Offizier, Adewale, der ihn unterstützt und macht selber Jagd auf das Observatorium, um die Templer daran zu hindern und um zu hoffen, dass er dadurch stinkreich wird. Lay aboard, lads! Save your singing for Davy Jones, you juggernauts! It's a hard wind coming! The man speaks true, you lot weigh anchor. As for the rest, half on the foremast and half at the main. Let's outrun this hurricane! Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich finde, es hat mal wieder so Ansätze davon, relativ mystisch zu sein in der Story, so wie es die Vorgänger auch gemacht haben, mit dieser ganzen Hintergrundgeschichte, was da damals passiert ist mit der ersten Zivilisation und so weiter. Man merkt relativ früh, dass die Story nur so ein Gerüst ist dafür, um das Setting irgendwie in dieses Piratenzeitalter zu packen. Und wirklich, die Story dümpelt nur so dahin, während ihr spielt. Und ihr verliert auch relativ schnell den Faden. Und irgendwann es gibt auch so Momente in dem Spiel, wo einfach storymäßig überhaupt nichts passiert, wo es absolut nicht vorangeht. Und dann gegen Ende, ja, kommt dann wieder dieser große Story-Hub, der euch dann nochmal neue Fakten und Mysterien um die Ohren haut.
Aber da hat Ubisoft es mal wieder nicht geschafft, irgendwie ein gutes Pacing in das Spiel reinzubringen, sodass man wirklich die ganze Zeit gefesselt ist. Also ich hatte nach mehreren Stunden Spielzeit schon überhaupt keine Ahnung mehr, was ich jetzt eigentlich mache und wer die ganzen Charaktere sind, weil auch das kriegt Ubisoft wieder nicht hin. Edward ist, glaube ich, der Einzige, der so ein bisschen Charakter hat, aber auch nur, wenn man ihn selber spielt. Und ansonsten bleiben alle anderen Charaktere absolut blass. Die versuchen teilweise während der Story dann so emotionale Momente zu schaffen, weil es auch vorkommen kann, dass gewisse Charaktere sterben, aber das ist einem dann schon zu dem Zeitpunkt völlig egal, dass man da überhaupt nicht irgendwie von ergriffen ist. Oder im schlimmsten Fall weiß man zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr, wer der Charakter jetzt eigentlich war oder warum er eigentlich so böse ist oder gut in dem Fall. Und das ist eigentlich sehr schade, da sie auch hier wieder, wie in Teil 3 schon, wirklich viel Potenzial verschenken. Es gibt manchmal echt dramatische Szenen in der Story, wo man sich fragt, oh mein Gott, wie wird jetzt das aufgelöst werden? Und dann am Ende passiert einfach wieder nichts. Danke, Mr. Hans. Wir können nicht resupply Nassau out here by force and accident alone. We should go to Charlestown for the lot. Ich habe so ein kleines Beispiel, das ist ein kleiner Spoiler, aber auch wirklich nichts, was euch jetzt irgendwie die Story kaputt macht, falls ihr sie nicht kennt. Es kommt im Spiel einmal kurz vor, dass Edward sein Schiff geklaut wird. Also es findet quasi eine kleine Meuterei statt, könnte man sagen. Und man wird dann ausgesetzt auf einer Insel und fragt sich die ganze Zeit, okay, irgendwie muss er sich das Schiff ja dann wiederholen. Und was ist mit seinem ersten Offizier, den er jetzt mittlerweile als guten Kumpel hat? Und was mit seiner ganzen Crew? Und was ist mit denen passiert? Muss man die jetzt retten und so weiter? Nee, es ist dann einfach so, dass man eine Mission beendet und dann findet man sich in einer Stadt wieder und es wird einem gesagt, hey, ja, hier ist übrigens dein Schiff, der Kapitän hatte keinen Bock mehr, du kannst es jetzt wieder haben. So, und alle deinen Charakteren geht's übrigens gut. Viel Spaß. Und das ist wieder so Potenzial, wo ich denke, ey, warum? Warum macht ihr da nichts draus? Und eine Sache, die mich wirklich gestört hat, ist, Kenner dieses Teils werden es vielleicht wissen, aber Edward Kenway ist auch der Vater eines Charakters aus Assassin's Creed Teil 3. Und wenn man diesen Charakter daraus kennt und seinen Werdegang kennt, dann weiß man ja, was mit ihm passiert. Und im Spiel wird überhaupt nicht darauf eingegangen oder diese Chance genutzt. Ich habe mir da was von versprochen, wie zum Beispiel bei Red Dead Redemption Teil 1 am Ende, was da mit John Marstons Sohn ist und so weiter. Sowas hätte ich mir auch in diesem Spiel gewünscht, dass man vielleicht mal ein bisschen Zeit mit dem Sohn verbringt und dann seinen Werdegang in die gewisse Richtung, in der sie diesen Teil 3 nimmt, schon so ein bisschen absehen kann. Aber es passiert einfach nichts. Den Sohn sieht man einmal kurz am Ende in einer Zwischensequenz und das war's. Und ich finde, da hätte man storymäßig so viel mehr draus machen können. Ihr seht, ich rege mich jetzt schon über die Story auf, aber es kommt noch viel mehr. Alright, easy now. There you go. Welcome back. Well, your numbers look good. Now let's make sure we didn't break your brain, alright? Denn es gibt natürlich auch wieder eine Gegenwartsstory. Man spielt allerdings nicht mehr Desmond Miles aus den Vorgängern, sondern ein No-Name. Er oder sie. Man weiß gar nicht genau, ob man Mann oder Frau ist, soweit ich das erfahren habe. Und man muss ihnen schon anrechnen, dass sie versucht haben, hier was anderes zu machen. Denn die ganzen Gegenwartssequenzen werden in der Ego-Perspektive gespielt. Und man ist quasi Angestellter bei Abstergo, das aber nicht diese böse Firma zu sein scheint, wie sie es aus den vorherigen Teilen war, sondern ein Spieleentwickler. Was ganz lustig ist, weil es, glaube ich, so eine Selbstreferenz auf Ubisoft ist. Und genauso stelle ich mir Ubisoft auch vor, so eine große Firma lauter Hipster, die einfach denken, sie machen immer das geilste Spiel der Welt, aber haben eigentlich keine Ahnung, was sie da tun. Und so kommt Abstergo auch rüber. Und da kann man dann durch die Büroräume laufen und dann auch noch so ein paar versteckte Sachen finden, so versteckte Hinweise. Man kann auch andere Computerterminals hacken später im Spiel, wo man dann Hintergrundinformationen zu den vorherigen Assassin's Creed Spielen rausfindet oder auch andere Sachen, die sehr geheimnisvoll wirken. Und dazu muss man dann immer so Hacking-Minispiele machen, die manchmal ganz okay sind, manchmal sind die absolut nervig, aber das ist schon okay und das ist auch ja eine nette Idee an sich. Da man aber, wie gesagt, einen gesichtslosen Charakter spielt, hat man zudem auch irgendwie keine Bindung und es wirkt einfach mehr als, ja, es wirkt einfach wie so ein Stück Spiel, was eigentlich nicht ins Spiel gehört, was sie im letzten Moment noch so draufgeklatscht haben. Und hätte dieser ganze Modus gefehlt, hätte euch persönlich im Spiel nichts gefehlt. Es wäre euch nicht negativ aufgefallen. This is all yours. So sit back, relax and find us some good footage. If you need any hints or tips, the Animus is loaded with tutorial programs, so you'll have no problems. And I'll check in on you later. Happy pirating. Aber kommen wir mal darauf zu sprechen, was das Spiel gut macht. Und das habe ich ja am Anfang schon angekündigt. Und zwar sind es die Schifffahrten und die Open World. Und man muss ja sagen,
Ihr wisst vielleicht mittlerweile, dass ich ziemlich auf Kriegsfuß bin mit der Assassin's Creed Serie, aber ich muss halt immer zugeben, dass die Open World, die sie da kreieren, nie das Problem war und die ist auch hier in Assassin's Creed 4 nicht das Problem. Sie ist sehr atmosphärisch wieder. Das liegt auch daran, dass das Spiel wieder einen richtig guten Soundtrack hat. Da kann man jetzt auch nichts gegen sagen. Und die Open World sieht halt richtig schön aus mit diesem ganzen Karibik-Setting und sie ist auch sehr detailliert und es macht einfach Spaß, sich darin rumzubewegen. Wenn ihr auf die Karte guckt, werdet ihr auch feststellen, dass es eine wirklich riesige Open World ist mit viel zu erkunden. Das ist aber auch wieder gleichzeitig so Fluch und Segen, da man da viel zu tun hat, aber es fast immer dasselbe ist. Also es gibt unzählige Inseln, die ihr mit eurem Schiff erkundigen könnt, wo aber nur Schätze drauf versteckt sind, die ihr einsammeln könnt. Also es ist wieder wirklich viel, viel Sammelzeug, das einfach nur darauf geklatscht wurde, um die Karte irgendwie voll zu kriegen. Und ja, das ist nicht so wirklich toll. Es gibt aber auch noch ein paar andere Nebenaktivitäten. Das Beeindruckende ist aber, im dritten Teil waren die Schiffsfahrten ja noch so wirklich abgegrenzt von der eigentlichen Story. Das heißt, es waren einzelne Missionen, die ihr anwählen könntet und dann wart ihr auf dem Schiff und habt das gemacht. Jetzt ist es natürlich alles zusammenhängend. Also ihr könnt einfach von den Orten aus direkt in euer Schiff springen und dann losfahren. Und das komplett ohne Ladezeiten, es sei denn, ihr wollt in größere Städte, die es in diesem Spiel auch gibt, wie zum Beispiel Nassau oder Kingston. Dann müsst ihr eine kleine Ladezeit auf euch nehmen und dann könnt ihr diese Stadt aber auch frei erkunden. Und das ist schon ganz cool, dass man auch mit seinem Schiff an verschiedenen Orten einfach anlegen kann. Noch dazu ist diese ganze Schiffsatmosphäre richtig gut gelungen, da das Schifffahren an sich einfach gut funktioniert und auch gut aussieht. Und eure Crew auch dann nach und nach anfängt, irgendwelche Seemannslieder, sogenannte Shanties, zu singen, von denen ihr auch immer mehrere finden könnt in den Städten und den Orten. Und das macht einfach Spaß, dann so ein bisschen da über das Meer zu tuckern und ja, den Seemännern beim Singen zuzuhören. Und man merkt auch einfach, dass, glaube ich, das Hauptaugenmerk von Ubisoft war, wo sie wirklich ihre meiste Arbeit reingesteckt haben. Denn das ist wirklich der Punkt, der gut funktioniert. Natürlich seid ihr aber nicht alleine unterwegs in der Karibik, denn ihr entdeckt natürlich immer andere Schiffe von irgendwelchen anderen Ländern oder Handelsorganisationen, die da rumfahren. Und die könnt ihr natürlich auch überfallen, um damit dann Bergungsgut zu bekommen, womit ihr dann später wiederum euer Schiff aufwerten könnt. Das ist auch für den späteren Spielverlauf ziemlich notwendig, da ihr natürlich immer stärkere Gegner euch entgegengesetzt werden. Und da müsst ihr dann schon dafür sorgen, dass euer Schiff einen besseren Rumpfausbau hat oder mehr Kanonen oder einfach eine bessere Durchschlagskraft hat. Und dafür ist dann halt dieses Bergungsgut da, was ihr den anderen Schiffen abnehmen könnt. Und das macht ihr halt auch mit den, wie aus dem Vorgänger bekannten, Schiffskämpfen, die hier auch besser ausgearbeitet sind, weil sie sich ein bisschen dynamischer steuern. Ihr könnt besser zielen jetzt mit den einzelnen Kanonen und das ist einfach sehr wuchtig und auch sehr gut inszeniert und so weiter. Und ihr könnt die Schiffe jetzt auch jedes Mal, wenn ihr sie weit genug runtergeballert habt, könnt ihr sie auch entern, was auch dringend notwendig ist, weil ihr so nur die ganze Beute, die die Schiffe an Bord haben, abgreifen könnt. Ansonsten kriegt ihr immer nur so einen kleinen Teil davon. Und das Entern läuft zwar immer gleich ab, aber je nach Schiff müsst ihr da andere Voraussetzungen erfüllen, um es zu schaffen. Das heißt, ihr müsst hier und da mal mehr Gegner töten auf dem feindlichen Schiff oder ihr müsst die Flagge kapern des feindlichen Schiffes oder einen Captain töten. Aber auch das ist eigentlich immer sehr spaßig und motiviert einfach da so, sich so ein bisschen was zusammenzusammeln. Spätestens da merkt ihr auch, dass sich an dem Kampfsystem von Redward jetzt nicht unbedingt was geändert hat zum dritten Teil, aber das ist ja auch okay, weil die haben es erst ja mit dem dritten Teil komplett überarbeitet und jetzt halt so übernommen. Er hat natürlich ein paar andere Moves drauf, weil er diesmal mit zwei Schwertern kämpft und der Fokus auch so ein bisschen auf Schusswaffen gesetzt wurde, weil die natürlich in der Piratenzeit ein großer Bestandteil sind. Später im Spiel kann Edward sogar bis zu 4 Pistolen gleichzeitig tragen und dann so ein paar Schusskombos ausführen, die man dann auch in den Kampf einbauen kann. Aber ansonsten funktioniert es halt wie in Teil 3. Es gibt immer noch das Kontersystem und dieses Serienattentatsmodus, womit ihr mehrere Gegnergruppen gleichzeitig ausschalten könnt. Es gibt jetzt allerdings so ein paar Gegner, die das nicht so einfach mit sich machen lassen und diese Konter auch mal blocken oder denen ausweichen und da muss man dann schon ein bisschen anders an die Sache rangehen. Aber ansonsten sieht es eigentlich immer noch ganz gut aus, ist auch schön animiert und auch die Finisher sind wieder ganz gut. Das Problem ist nur, dass es hier ab und zu mal so ein paar Soundaussätze gibt, wo dann der Sound einfach komplett fehlt oder einfach nicht wuchtig genug ist bei den Finishern. Im späteren Spielverlauf bekommt Edward dann auch eine neue Waffe, die es auch schon in Assassin's Creed Liberation gab, nämlich ein Blasrohr, womit man dann Feinde entweder betäuben kann oder sie in den Wahnsinn treiben kann mit sogenannten Berserker-Pfeilen, wo sie dann alles um sich herum einfach angreifen und danach einfach umkippen. Die Beute, die ihr dann von den Schiffen bekommt,
Ist aber auch nicht der einzige Weg, wie er an so Beute rankommt. Denn es gibt noch verschiedene Möglichkeiten. Zum einen treiben auf dem Wasser immer mal wieder so Kisten rum, die ihr einsammeln könnt. Und zum anderen gibt es auch Lagerhäuser auf verschiedenen Inseln, die ihr überfallen könnt, wo ihr dann noch eine Menge Loot mehr rausholen könnt. Indem ihr dann vorher halt den zuständigen Typen davon ausfindig macht, ihm den Schlüssel klaut und somit dann das Lagerhaus überfallt. Das könnt ihr je nach Wahl stealth-mäßig machen, indem ihr euch wieder wie im Vorgänger auch in Büschen versteckt zum Beispiel und die Leute durch Pfeifen heranlockt oder indem ihr einfach wie ein Berserker reinlauft und die Wachen alle ausschaltet, was der wesentlich einfachere Part ist, weil das Spiel immer noch kein Schleichspiel ist, auch wenn sie es immer versuchen reinzubauen, aber es gibt halt keine wirklich überzeugende Schleichmechanik, außer dass man sich in irgendwelchen Objekten verstecken kann. Wenn ihr es allerdings ein bisschen übertreibt und zu viele Schiffe auf einmal angreift und sie dann demnach entert und ausraubt, dann steigt natürlich euer Bekanntheitsgrad und sollte der zu hoch sein, machen Kopfgeldjäger auf euch Jagd, die dann plötzlich irgendwo auf dem Meer auf euch warten und auf euch auflauern und euch einfach so aus dem Nichts angreifen. Und da müsst ihr euch dann gegen wehren. Allerdings gibt es diesmal keine Bekanntheitsgradanzeige innerhalb der Städte. Das heißt, wenn ihr in der Stadt einen Konflikt beginnt, indem ihr irgendwelche Wachen tötet oder so, dann werdet ihr nicht permanent gesucht, sondern nur so lange, bis ihr einfach euch versteckt und die Wachen dann aufhören, euch zu suchen. Was ganz angenehm ist, da ihr dann nicht in der Stadt und auf dem Meer gleichzeitig Stress habt, weil ihr zu viel Scheiße gebaut habt. Die Städte, wie ich sie schon erwähnt habe, sind ganz groß und sind auch ganz nett gemacht und sehen auch schick aus, aber auch da hat man wieder das Problem, dass die Karte wieder zugeklatscht wurde mit irgendwelchen Sammelobjekten und Items, die man halt einsammeln kann, was die Karte einfach sehr überladen macht und es auch nicht so wirklich Spaß macht, dieses ganze Zeug einfach einzusammeln. Also zumindest hat es mir keinen Spaß gemacht. Es gibt allerdings auch noch so ein paar andere Sachen, die man machen kann. Natürlich gibt es auch wieder Assassinenaufträge, die auch ein bisschen zu häufig da sind und die auch so ein bisschen unausgewogen sind, weil manchmal sind sie recht einfach und dann gibt's aber auch so noch so marine kopfgeldige Aufträge und die sind richtig schwer. Aber ja, wer darauf Bock hat, er kann da auch noch so ein bisschen Geld mit verdienen. What do you want, Englishman? Edward Kenway. I'm here to warn you of danger. And I'm Welsh. You all look the same to me. Why should I need your warning? My life is all danger. I may have brought it on you. Dann gibt's auch nur so eine kleine Unterart von Missionen. Das sind die Assassinenaufträge, die kommen später im Spiel dazu, wo ihr dann einen Assassinen lokalisieren müsst, der euch dann so eine kleine Questreihe gibt. Nichts Besonderes. Die ist, habt ihr vielleicht eine halbe Stunde durch oder so. Wo ihr dann aber am Ende, wenn ihr das Auftragsziel erfolgreich erledigt habt, einen Schlüssel abgreifen könnt, den ihr wiederum in eurem eigenen Anwesen, das ihr auch wieder habt, so ähnlich wie in Assassin's Creed 2, wo ihr dann mit genügend Schlüsseln, die ihr erbeutet habt, eine Rüstung freischalten könnt. That's one. Only four left. Das Anwesen, was ihr habt, könnt ihr dann auch wieder je nach Bedarf aufwerten und ein bisschen hübscher gestalten und so weiter. Es bringt euch jetzt nichts wirklich was, außer dass es besser aussieht. Es gibt allerdings keine Assassinen mehr, die ihr rekrutieren könnt. Das Feature haben sie jetzt, glaube ich, endgültig gestrichen und man vermisst es hier in dem Teil aber auch nicht. Ich glaube, es hätte auch nicht so gut in dieses Karibik-Piraten-Setting gepasst, weil man ja zu großen Teilen des Spiels auch auf dem Meer unterwegs ist und nicht nur in Städten. Und ich wüsste jetzt nicht, wie man die auf dem Meer hätte zur Verstärkung rufen können. Was es auf dem Meer aber auch noch zu finden gibt und was nach und nach auch so die Karte aufdeckt, sind verschiedene Forts. Die könnt ihr je nach Belieben angreifen und dann im Endeffekt sichern, was eigentlich ganz cool ist, denn sofern ihr den Kampf überstanden habt, der manchmal ganz schwer sein kann, weil das Fort euch mit allem Möglichen beschießt, was ihr so haben und ihr einfach zurückschießen müsst, um die Türme zu zerstören. Wenn ihr das allerdings geschafft habt, dann ist es noch nicht gewonnen, denn ihr müsst noch eine kleine Schlacht innerhalb des Forts überleben, indem ihr da auch verschiedene Hauptmänner tötet und dann am Ende den Kommandoraum stürmen könnt und den zuständigen Commander da erschießen könnt und dann gehört das Fort euch. Und der Bereich auf der Karte ist dann nicht mehr so gefährlich zu durchqueren wie noch zuvor. Eine andere kleine Sache, die ihr auf dem Meer auch noch erledigen könnt, sind verschiedene Schiffswracks zu erkunden. Das könnt ihr allerdings auch erst leider relativ spät in der Story, da ihr da erst eine Tauchglocke bekommt, womit ihr dann tief abtauchen könnt und dort verschiedene Schätze und auch Pläne für Upgrades finden könnt. Und das ist auch so eine Sache,
Die sind eigentlich sehr schön, weil die sehr schön detailliert sind und grafisch toll aussehen und einfach auch Spaß macht, diese Unterwasserwelt zu erkunden. Manche Levels davon sind aber auch ziemlich haiverseucht oder auch aalverseucht. Also es gibt verschiedene Tiere, die euch da angreifen und ihr müsst euch dann unter Wasser vor denen verstecken, damit die euch nicht sehen und euch dann dementsprechend halt auch angreifen, wie schon gesagt. Und das ist so eine Sache, wo ich mich frage, warum haben die das da eingebaut? Wieso hat man das nicht einfach weggelassen? Weil es macht nicht wirklich Spaß, es ist einfach nur noch nervig und ich finde, es hätte doch gereicht, wenn man einfach wirklich mal abschalten kann zwischen der ganzen Action, die man oberhalb der Meeresoberfläche schon hat, dass man da einfach so in Ruhe diese Unterwasserwelt erkunden kann. Aber nein, sie bauen da noch Haie rein, die einjagen und das ist sowas, was ich nicht ganz verstehe. Außerdem könnt ihr, um euch auch noch neue Upgrades für eure Rüstung und so weiter herzustellen, Tiere jagen, was mir so ein bisschen in der Seele wehtut, weil man da auch große Wale jagen kann. Das ist aber eigentlich ganz cool gemacht, weil ihr habt so ein kleines Beiboot und ihr müsst dieses Tier dann mit verschiedenen Speerwürfen jagen. Und gerade wenn ihr dann mal so einen großen Wal jagt oder auch so ein Hai, da geht euch schon mal so leicht der Kackstift, wenn dieses Vieh dann auf euch zukommt. Okay, he's a slippery bastard! So, jetzt kann der ein oder andere sich vielleicht denken, hey, der redet ja allerdings ganz positiv darüber, obwohl er am Anfang gesagt hat, dass er da ziemliche Probleme mit hat. Das waren ja auch alles teilweise lobenswerte Sachen, die sie da reingebaut haben, auch wenn alle nicht so wirklich funktioniert haben, wie jetzt zum Beispiel das Tauchen oder so. Aber der Punkt, wo Assassin's Creed 4 richtig, richtigen Mist gebaut hat, ist nicht nur die Story, wie sie inszeniert ist, sondern auch die Story-Kampagnen-Missionen, die man machen muss. Denn ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass sie wirklich den Großteil der Entwicklungszeit einfach damit verbracht haben, dass sie dieses Schiffsfahren und so weiter perfektioniert haben und ihnen dann kurz vor Abgabe des Titels noch eingefallen ist, hey, wir müssen ja auch noch irgendwelche andere Missionen drumherum stricken. Und dann haben sie das mal so kurz vor knapp reingekauen, weil ich lüge nicht, wenn ich sage, 80% aller Missionen bestehen nur daraus, dass ihr Leute belauschen oder verfolgen dürft und ihnen dann nicht ins Blickfeld geraten dürft, weil die Mission sonst wieder vorbei ist. Und das habe ich ja schon vor einigen Parts, beziehungsweise bei den letzten Reviews von den Assassin's Creed schon erwähnt, dass diese Missionen einfach furchtbar sind. Weil, wie gesagt, Assassin's Creed ist immer noch kein Schleichspiel. Diese Missionen machen einfach keinen Spaß. Allein wenn ihr Leute belauschen müsst und ihr dürft euch dabei nicht erwischen lassen. Die Leute reden teilweise wirklich storywichtiges Zeug, aber kein Mensch kann mir erzählen, dass er sich wirklich darauf konzentriert, was die labern, weil man damit beschäftigt ist, nicht in deren Sichtfeld zu laufen, weil wenn die Leute zu weit weglaufen, kann man sie auch nicht mehr belauschen, weil sie halt zu weit weg sind. Und es ist einfach nur nervig und frustrierend und fast jede Mission besteht daraus, wenn sie nicht gerade auf dem offenen Meer spielt. Obwohl es auch Missionen gibt auf dem offenen Meer, wo man tatsächlich andere Schiffe verfolgen muss, ohne aufzufallen. Und die sind teilweise so schlecht durchdacht, diese Missionen, dass es einfach nur wirklich ein Pain in the Ass sind und man so froh ist, wenn man diese Scheiße hinter sich hat. Und auch da ist es einfach wieder komplett verschenktes Potenzial. Man merkt einfach, die haben sich in 2 Minuten Gedanken gemacht, was für Missionen sie da einfach reinbauen, weil keine dieser Missionen ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben als besonders gut oder so, weil es einfach immer der gleiche Scheiß ist und das wirklich so Missionsdesign aus den 90ern ist. Anders kann ich euch nicht sagen. Noch dazu, dieser blöde Hinweis, was man jetzt eigentlich machen muss, das hatte die Serie auch schon immer das Problem, dass dann irgendwie gerade eine Cutscene zu Ende ist und so weiter und dann geht's plötzlich ganz hektisch los und man weiß gar nicht genau, was man machen muss, weil das Spiel einem ganz nicht so richtig erklärt hat und dann steht irgendwo links oben in der Ecke, dass man das Ziel finden und töten soll oder auch nicht steht, dass man da töten soll. Dann tötet man es aber, weil man es nicht gesehen hat, wenn man gerade so unter Panik steht und dann ist die Mission auch verkackt. Und das sind so Sachen, daran hat sich seit Jahren nichts getan und das geht mir so dermaßen auf den Sack und das ist bei Assassin's Creed 4 tatsächlich mit am schlimmsten. Das nehme ich diesem Spiel so übel, weil man merkt einfach, wo sie die ganze Arbeit reingepackt haben in diese Schiffsfahren halt. Und alles andere wirkt einfach so lieblos draufgeklatscht und so komplett an den Interessen der Spieler vorbei. Und das meine ich auch mit diesem Hipster-Getour von Ubisoft. Ich glaube, die hören einfach nicht darauf, was Fans wollen und was nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendwelche Leute gibt, die da irgendwann mal standen und meinten, boah, wir brauchen unbedingt mehr von diesen Verfolgungs- und Belauschmissionen, weil die so viel Spaß machen. Ich glaube, das hat noch nie jemand gesagt. Die gehen einem schon seit Jahrzehnten auf den Sack und nach werden die auch immer aus den Spielen entfernt, die so nach und nach rauskommen. Nur Ubisoft ist wieder irgendwie da und denkt sich, nö, wir machen das weiterhin so, weil
die Leute kaufen es ja eh. Und so ist es ja auch leider. Und das ist so dieses Problem, dieses Spiel wird immer so in den Himmel gelobt, wenn überall, wo ich sehe, dann steht da immer bestes Assassin's Creed überhaupt und so weiter. Und ich glaube einfach, die Leute sind komplett verblendet mit dieser Schiffsfahrtsgedöns, weil das ja auch wirklich toll ist an dem Spiel. Aber dass der Rest einfach gequirlter Mist ist, das erkennt dann wieder keiner. Und das nervt mich einfach so. Und ich sitze dann immer da und denke mir, Leute, habt ihr schon mal ein gutes Videospiel gespielt? Weil wenn ja, würdet ihr einfach verstehen, dass das absolut unfassbar schlechtes Missionsdesign ist und keinen Bock macht. Es tut mir leid, das musste mal raus. Das lag mir schon seit langer Zeit auf der Seele, weil es hat mich wirklich frustriert und hat mich auch fast dazu gebracht, diese Serie nicht mehr anzufassen. Ich habe mir danach irgendwann nochmal eins gekauft, wozu ich dann später auch nochmal ein Video machen werde irgendwann. Aber dann ist auch tatsächlich Schluss für mich und Assassin's Creed, weil dann habe ich mir gesagt, nee, weißt du was, Leute, leck mich am Arsch, die Serie kann mich mal. Sie entwickelt sich anscheinend nicht genug weiter, sodass sie auch irgendwann mal schon wieder Spaß macht. Und ich ärgere mich dazu sehr über dieses verschenkte Potenzial und habe da ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. I was born into slavery. Deprived of any right, of any faith. Wenn ihr es vielleicht in der Überschrift gesehen habt, wenn ich es da reingeschrieben habe, hoffe ich mal, dann wollte ich hier auch noch einen anderen kurzen Punkt ansprechen, denn es gab auch noch ein Singleplayer-DLC zu Assassin's Creed 4 Black Flag und der Grund ist, warum ich das jetzt noch kurz anspreche, ist, weil es jetzt nicht mehr es ist noch kostenpflichtig, aber man muss nicht mehr das Hauptspiel haben. Es ist jetzt mittlerweile ein Standalone-DLC geworden und nennt sich Assassin's Creed 4 Freedom Cry. Und bietet euch nochmal so, ja, wenn ihr nur die Hauptstory macht, sind es wahrscheinlich nur so an die 2 bis 3 Stunden, wo ihr es durchspielen könnt. Und behandelt diesmal die Geschichte von Adewale, was ja früher Kenways erster Offizier, also Quartiermeister ist. Und es spielt halt kurz nach Assassin's Creed 4. Und Adewale ist mittlerweile ein Assassine und strandet auf der Insel Saint-Dominique und kämpft dort gegen die Unterdrückung und die Sklaverei. Das ist so alles, was man zu der Story sagen kann, weil sie ist halt wirklich dünn, weil es halt nur so 2-3 Stunden geht. Aber der Adewale ist eigentlich ein cooler Charakter und es macht auch Spaß, den zu spielen. Und er bekommt auch tatsächlich eine neue Waffe, nämlich eine Machete, womit er dann auch neue Kampfmoves hat, die er dann ausführen kann. Noch dazu hat er auch ein Blasrohr und eine Donnerbüchse, also quasi so eine mittelalterliche Pumpgun. Und das ja, eröffnet dann auch schon wieder so ein bisschen Spielraum für neue Angriffe und Moves. Aber da es, wie gesagt, sehr kurz ist, ist auch die Karte an sich viel kleiner. Man hat eine kleine Open World, aber die ist wirklich nur ein Viertel, sage ich jetzt mal, von der Assassin's Creed 4 Black Flag Welt. Man kann sie aber trotzdem mit dem Schiff bereisen auch. Adewale bekommt auch ein eigenes Schiff und kann dort auch versteckte Orte finden und auch andere Schiffe entern und so weiter. Aber da liegt gar nicht so der Fokus drauf in dem DLC, sondern eher mehr auf der Story und auf diesem ganzen Sklaventhema. Weil überall in der Stadt laufen dann auch so Sklavenjäger rum, die man töten kann oder Sklaven, die gerade unterdrückt werden, die man dann befreien kann. Und das muss man sogar auch ab und zu machen, da die Story teilweise nur weitergeht, wenn man genug Sklaven befreit oder rekrutiert hat. Ja, deswegen wird man da so ein bisschen zu gezwungen, aber es ist nicht so, dass es irgendwie störend ist. Also man sammelt die einfach so währenddessen ein. Aber das DLC ist tatsächlich ganz nett und hat mich auch nicht so enttäuscht wie Assassin's Creed 4 Black Flag. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich es jetzt einzeln bewerten soll, aber wenn, dann würde, glaube ich, Assassin's Creed 4 Freedom Cry einen Punkt höher sein als Assassin's Creed 4 Black Flag. Denn Black Flag bekommt von mir leider nur eine 5 von 10, weil, wegen den Gründen, die ich jetzt schon genannt habe und wirklich das Spiel mir so dermaßen in die Eier getreten hat, könnte man sagen. Und ich mir so mein angeknackstes Fanherz zu Assassin's Creed nochmal wirklich mehr eins reingewirkt hat und mich auch so weit dazu gebracht hat, dass ich die Serie eigentlich mit dem Arsch nicht mehr angucken will. Und deswegen kann ich nur sagen, wenn ihr da nicht so viel Wert drauf legt, auf so Story-Gedöns, sondern einfach nur mit dem Schiff rumfahren wollt, dann könnt ihr das gerne mal machen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, fuck you, Ubisoft. Don't meddle in his private affairs. For there's more mystery to that man than even I dare ask.